So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, ich habe das neue Lego Ninjago XXL Magazin schon angeboxt. Ja, ich habe es angeboxt. Aber es ist ja auch einfach nur ein Infovideo. Warum? Bei uns in Nordrhein-Westfalen oder eben in Dortmund geht die Ära zu Ende. Ihr wisst ja, mal kommen sie erst in Hessen raus, mal vielleicht erst in Bayern, Niedersachsen und so weiter und so fort. In Hamburg noch nicht, dafür in Berlin, in Stuttgart, Dortmund. Sind die überall immer gleich zu haben? Wenn ich was unboxe, schreibt der andere, bei uns gibt es das noch nicht, kann natürlich dann immer zeitverzögert bis zu einen Monat dauern. Also, bei uns, mein Zeitschriftendealer sagte, er kommt da so nicht mehr dran. Er kann zwar nachordern, aber die Nachfrage bei ihm ist nicht mehr so. Weil ich sie jetzt alle fünf habe. Nein, Scherz beiseite. Die ist nicht mehr so, dann bestellt er sie nicht mehr nach. Das heißt also, wenn sie bei euch oder vielleicht bei euch noch nicht gegeben haben, kommen die vielleicht jetzt. Müsst ihr euren Zeitschriftendealer mal fragen oder in die Geschäfte, wo ihr so einkaufen geht, Bücherhandel. Oder waren die vielleicht bei euch schon? Hattet ihr die vor 3 Monaten, 2 Monaten, schreibt es mir für mich weniger, aber für alle anderen Zuschauer. Wenn zum Beispiel bei euch jetzt schon gewesen sind, vor 2 Monaten, ich komme aus Hessen, bei uns waren die vor 2 Monaten da. Ich komme aus Stuttgart, bei mir vor 1 Monat. Oder ich komme aus Bayern, bei mir vor ein halbes Jahr. Kann alles sein. Oder aus Hamburg, das ist vollkommen egal. Andere Städte werden jetzt wohl damit, oder werden jetzt damit beliefert. Also bei uns geht die Ära zu Ende. Das wollte ich einfach nur als Infovideo sagen. Und das XXL Lego Ninjago Magazin Nummer 1 kostet 6 Euro. Mit das Polypack mit der Nummer 30593. So, man kriegt die Polypacks natürlich billiger. Ihr wisst es selber, wenn man ein super Angebot kriegt, 2,99, sonst 3,99 oder 4,99. Also 1 bis 2 Euro billiger kriegt man die Polypacks, wenn man dran kommt. Muss man den wirklich haben, das Polypack? Weiß ich nicht. Er ist das ja. Ich bin ja mehr für die Bösewichter, aber lange goldene Schwerter kann man immer gebrauchen. Ihm selber ist natürlich ein älterer Druck. Den hat wohl der ein oder andere hatten von euch, aber eben die Figur an sich kann man sehr schnell nachbauen, ist ganz klar. Aber sonst ist er vielleicht einmal ganz cool, wenn ihr den habt. Ich habe den jetzt noch 5-mal hier, die packe ich jetzt aus. Und dann zeige ich zuletzt nochmal das Magazin, falls da draußen einer ist, der es bei mir noch nicht gesehen hat, das Unboxing von dieses XXL Magazin. Dann braucht derjenige nicht auf meinen Kanal zu suchen, wann ich das angeboxt habe. Mache ich dann jetzt in einen Atemzug mit. Sind ja auch richtig coole große Poster da drinne. Der ein oder andere weiß es ja. Die sind 82 cm hoch, ist mega cool, ist zwar Merchandising, das sind so Ninjago-Sets und 55 cm breit, ist also fast so breit wie eine Tür und ja, halb so hoch. Also die Tür ist schön die Hälfte in der Höhe und etwas mehr wie in der Breite offen. Und da ist jetzt komplett das, was passiert, was eigentlich hätte nicht passieren sein sollen. Muss ich gleich vorsichtig wieder alles zukleben. Hops. Ist zum Glück nichts abhandengekommen. Ich muss mal eben so Steine wieder unterlegen. So. Und gleich vernünftig zukleben mit Tesafilm. Also das hätte nicht sein sollen. Der soll drinnen bleiben, ist aber komplett, ist ja nicht runtergefallen. Es sei denn, von Anfang an fehlten Teile. So, jetzt kommt das 5. und letzte. Und dann blättern wir natürlich in das Magazin drinnen rum. Ja, und ich werde auch immer wieder gefragt, was machst du eigentlich mit den ganzen Magazine und sowas alles? Ja, kriegen bei mir welche.
Der eine oder andere möchte die gerne haben, kriegt er, und die anderen, die bringt er dann immer in den Kindergarten oder sonst was. Können Sie dann eine Pause durchlesen? Was dann damit passiert, weiß ich wirklich nicht. Also ich werfe sie nicht sofort weg. Zubehör, die Pappe, Papier sowieso, aber alles andere wird auf jeden Fall noch einmal verwendet. Das dazu. Und jetzt blättern wir in das XXL Lego Ninjago Magazin drin herum. Der es noch nicht gesehen hat. Spielelastig, Merchandising. Coole Schlangenköpfe besitze ich alle. Ist mega cool. Dann Rätselspaß. So, und dann kommen wir nämlich zu den Poster. Richtig coole Bösewichter. Seht ihr? Richtig coole Bösewichter. Die gefallen mir mega, mega cool. So, einmal aufklappen. Seht ihr? So breit wie das für die Magazin ist. Nochmal. Ist dann schon doppelt so groß. Und nochmal. Viermal so groß. So, jetzt haben wir hier, seht ihr selber, Anhieb. Es sind einfach nur die Sets. Zack, in so Keilform gemacht. Ist nicht schlecht. Hier ist das größere Set. Seht ihr das? Da, der weiße davon. Das Haus mit den roten Rückseite. Ah, zeige ich euch jetzt auch nochmal. Mega cool, wenn ein Ninjago-Fan ist und ein Poster braucht für die Tür oder für die Wand. Es ist schon cool, weil das ziemlich groß ist. Es ist nicht so klein wie die anderen, die man so kennt. Es ist schon, es hat was. Auch dabei, ich bin nicht so der Posterfreund. Jetzt blättern wir natürlich weiter in das XXL-Magazin drin herum. Ihr seht, Rätselspaß, Rätselspaß. Dann die Auflösung, Karten zum Ausschneiden, ihr seht es, aber das ist es nun. Also wie gesagt, bei uns in Dortmund verschwindet das so langsam. Es ist ein cooles Polypack mit der Nummer 30593. Man kann es vielleicht einmal oder mehrmals gebrauchen. Ihr schreibt mir in die Kommentare, wie oft ihr es habt oder habt ihr es nachgebaut. Wie gesagt, natürlich auch schreiben, wo dieses Magazin schon gewesen ist. Vielleicht will es der ein oder andere wissen, wo kommt es jetzt hin? Das wissen wir alle nicht. Aber nichtsdestotrotz, ich werde natürlich irgendwas von Lego Ninjago unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Ihr schreibt alles in die Kommentare für alle anderen Zuschauer. Und das Wichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.